Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video und danke sehr fürs Einschalten. Heute gibt es was wieder zum Thema Haare. Heute habe ich keine Frisur, sondern ich zeige euch, wie ich meine Haare glatt föhne. Natürlich ist es nicht gut, die Haare zu föhnen, aber vor allem im Winter, wenn es kalt ist, sollte man die Haare natürlich föhnen, um nicht krank zu werden. Und um nicht danach noch den Glätteisen zu benutzen, föhne ich sie mir gleich gerade. Und ich zeige euch, wie ich das mache. Also ich habe eigentlich von Natur aus gewelltes Haar, aber dadurch, dass sie jetzt ziemlich lang sind und schwer, sind sie nicht mehr so gewellt und auch noch durch die Blondierung sind sie eigentlich ziemlich gerade, aber hier am Ansatz um das Gesicht herum habe ich doch kleine Wellen und Löckchen, die mich immer stören. Nachdem ich meine Haare gewaschen habe und mit dem Handtuch ein bisschen getrocknet habe, also ich habe es nur eingewickelt, nicht gerubbelt, auf gar keinen Fall die Haare rubbeln, habe die Haare einfach im Handtuch gelassen für eine Weile, da hat die Feuchtigkeit eingezogen, dann habe ich sie einfach kurz offen gelassen, während ich mich geschminkt habe. Wenn ich in meine Haare Pflegeprodukte reingemacht habe, dann lasse ich sie natürlich etwas einwirken, kämme meine Haare durch, lasse sie kurz in Ruhe, ein bisschen trocknen, in der Luft und danach gehe ich mit meinem Föhn an die Haare. Ich föhne sie so lange, bis sie so klamm sind. Und wenn ich sie dann einfach geföhnt habe, mit den Fingern ein bisschen nachgeholfen habe, dann sieht das so aus, ein bisschen strubbelig. Nicht glatt, nicht gewellt, irgendwas dazwischen. Und vor allem habe ich auch ganz viele Wellen hier. Damit ich ein bisschen Ordnung da reinbekomme, gehe ich wie gesagt immer schön mit einer Rundbürste rein. Und ich habe so eine kleinere und eine große. Je länger eure Haare sind, desto größer sollte die Rundbürste sein, damit ihr schön das Ganze glätten könnt. Für den Ansatz benutze ich ganz gerne eigentlich die etwas kleinere, weil da kann ich die Haare ein bisschen besser greifen, obwohl das natürlich mit der großen auch super funktioniert. Und ja, weil ich so viele Haare habe, trenne ich sie mir meistens ab. Und zwar in der Mitte und mache mir so einen kleinen Dutt oben. Und danach stelle ich meinen Föhn auf eine heißere Stufe ein und ja, fange an, das Ganze zu föhnen. Und zwar halte ich die Rundbürste immer so dran, bis das die ganze Haare gefasst hat und dann drehe ich das so nach außen, bis die Haare schön alle drin sind und dann ziehe ich das durch gemeinsam mit dem Föhn. Und wenn ich damit einigermaßen zufrieden bin, dann bringe ich die Haare nach hinten und öffne die obere Partie. Und mache dann hier wieder das Gleiche. Halte die Bürste dran, drehe sie nach außen, bis sie die Haare gefasst hat und föhne das dann durch. Auch wichtig ist, dass ihr den Föhn richtig haltet. Ja, wenn ihr den nach oben haltet, dann gehen euch alle kleinen Härchen nach oben und dann der ganze Spliss wird so auffällig und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen versucht immer entweder seitlich oder so leicht von oben herab, weil dann werden alle Haare schön nach unten geföhnt und ja, dann ist es noch besser, dann glänzen die Haare mehr, dann liegen sie wirklich schön glatt und stehen nicht in alle Richtungen. So
schaut's aus, wenn ich mir die Haare glatt föhne. Es ist ganz wichtig, dass ihr den Föhn nicht zu lange direkt an das Haar haltet. Wahrscheinlich haben jetzt manche gedacht, oh Gott, was macht sie? Als ich die Rundbürste und den Föhn wirklich so aneinander gehalten habe und das durchgezogen habe, das habe ich beim Friseur so gelernt. Als ich selber beim Friseur war, habe ich immer drauf geachtet, wie sie das so machen. Das ist sicherlich nicht so gut für die Haare, aber wenn ihr wirklich schnell durchgeht und nicht gerade auf die heißeste Stufe einstellt, dann sollte das funktionieren. Vielleicht erstmal eine Runde heiß föhnen und dann eine Runde kalt, weil dann setzt sich die Frisur und hält auch ein bisschen länger, weil wenn die Haare heiß sind, dann sind sie natürlich formbarer. Ja, und ansonsten, was ist wichtig zu sagen? Ja, ich habe mir jetzt hier, habe ich so kleine Strähnen. Es liegt daran, dass ich mir ein bisschen zu viel Öl aufgetragen habe. Und wenn euch das zum Beispiel nicht glatt genug ist, dann kann man natürlich nochmal mit dem Glätteisen durchgehen. Aber das ist ja so eine Sache, das ist nicht so gut. Und ja, ein Glätteisen nimmt einem eigentlich auch das ganze Volumen. Deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, diese Haare glatt zu föhnen, weil dann hat man noch so ein bisschen was, noch ein bisschen Volumen auf dem Kopf. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Ich habe jeden Donnerstag eine neue Frisur oder einfach etwas zum Thema Haare, wie zum Beispiel heute, wie man die Haare stylt. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!